Einer unserer Sponsoren ist die Cutapix GmbH aus Mönchengladbach und Mitarbeiter dort ist der Daniel Siebmann, der dort vor allem im Bereich Typo 3 arbeitet. Was macht ihr genau? Wir unterstützen hauptsächlich andere Agenturen in ihrer täglichen Arbeit. Das heißt, nicht wie normal Freelancer, denen die Arbeit abnehmen, sondern wenn es Probleme gibt, womit sie zum ersten Mal zu kämpfen haben, unterstützen wir die mit unserem Know-how und sorgen auch unter anderem dafür, dass sie neue Technologien einfacher einführen können. Wenn man mit Testing oder Continuous Integration gerade anfängt, sind das erstmal Hürden, die man nehmen muss. Da unterstützen wir mit dem Know-how, sorgen für ein erstes Setup und übergeben das am Ende dann in die Hände der Agentur und nehmen so die ersten schwierigen Probleme ab. Das heißt, da fällt auch im Grunde die Schulung mit rein. Genau, also wir bieten auch Schulungen an, auch in den Bereichen, wo wir halt entsprechendes Know-how haben. Und die sind grundsätzlich immer individualisiert, deshalb haben wir auch keine irgendwie mit festen Preisen auf unserer Webseite, sondern die sind dann immer auf den Kunden abgestimmt, was er gerade wirklich braucht. Aber im laufenden Fachkräftemangel werdet ihr die Firmen nicht unterstützen. Also da, wo Freelancer oder feste Mitarbeiter gesucht werden, überbrückend in Projekten mitzuarbeiten, ist nicht euer Ding. Also im Notfall auch das, aber eigentlich geht es vor allem darum, dass die Firmen in der Lage sind, das selbst zu stemmen und die vorwärts zu bringen, dass sie mit den Leuten, die sie haben oder den Leuten, die sie gerade dazu holen, das in Zukunft selbst gestemmt kriegen. Wenn es jetzt mal kurzfristig ist, dann kann man das sicher auch machen, aber das Ziel ist nicht, denen die Arbeit abzunehmen, weil es führt leider meistens dazu, dass die Firmen sagen, wir haben hier einen und wir können mehr annehmen und dann ändert sich nicht seine Situation am Fachkräftemangel letztlich. In welcher Region bietet ihr eure Leistung an? Geht ihr da über den Niederrhein und die rheinischen Großstädte hinaus? Ja, also wir hatten auch schon Kunden in Österreich und der Schweiz, also grundsätzlich weltweit, da wo es gerade Sinn macht und gebraucht wird. Die Dienstleistung richtet sich da aber natürlich auch dran aus. Das heißt, wir haben einen Kunden, wo wir tatsächlich ein halbes Jahr jetzt vor Ort immer wieder waren und angelernt haben, seinen neuen Mitarbeiter. Das können wir natürlich nicht machen, wenn derjenige aus Indien kommt zum Beispiel, da einmal die Woche hinfliegen wäre. Irgendwie ein bisschen komisch, genau. Also das wird dann auch individuell abgestimmt, was gebraucht wird und was machbar ist. Persönlich engagierst du dich auch stark in der Community. Was ist dein Beitrag dazu? Genau, also ich bin jetzt seit ein oder zwei Jahren mittlerweile im Documentation-Team drin mit Martin Bless und der Sibylle. Das heißt, wir kümmern uns um docs3.org hauptsächlich darum, dass die Änderungen, die andere einreichen aus der Community, dass sie geprüft werden und reingemerged werden. Kontinuierliche Verbesserungen, Vereinfachungen, wie man beitragen kann, dass das einfacher wird. Ich bin auch noch Teil im Trainer-Network, was versucht wird aufzubauen, damit man demnächst offizielle Trainings anbieten kann über Typo 3. Das heißt, demnächst soll es möglich sein, dass Firmen einfach Typo 3 kommen, die GmbH anschreiben und sagen, wir brauchen eine Schulung. Und dann wird das ans interne Netzwerk weitergereicht, wo man weiß, man kriegt auch die Qualität, die man sich erhofft und muss sich nicht darauf verlassen, dass derjenige das kann. Ansonsten auch alle Camps mitnehmen, wenn das irgendwie geht. Dieses Jahr war ich noch auf dem Fluid-Workshop in Dänemark. Jetzt gerade aus der Initiative Week aus dem Harz zurückgekommen, wo wir auch an der Doku gearbeitet haben mit anderen Teams. Also alles, was irgendwie geht und Sinn macht, da versuche ich auch zu unterstützen. Ihr braucht noch weitere Unterstützung in der Dokumentation? Generell immer noch ein Schwachpunkt bei Typo 3? Genau, also nicht nur die Doku. Wir haben es heute Morgen bei der Sessionplanung hier auf dem Camp schon gehört. Überall in Typo 3 mangelt es, genau wie überall sonst auch an Freiwilligen, die mitarbeiten. Bei Typo 3 weiß man nicht genau, woran es liegt. Es sind viele da, die auch helfen könnten. Ich glaube, viele wollen diesen ersten Schritt einfach nicht gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Genau, und auch gerade im Doku-Bereich. Jeder kann mitmachen. Einfach auf der Webseite oben rechts gibt es einen Knopf, um kleine Bugfixes direkt zu machen. Falsches Wording, irgendein Fehler, Syntaxfehler, kann jeder sich beteiligen. Und da sind wir wirklich drauf angewiesen. Also Typo 3 als Open-Source-Projekt ist auf jeden angewiesen, der es nutzt, dass er seinen kleinen Beitrag leistet. Und wenn jeder seinen kleinen Beitrag leistet, dann haben wir in der Summe auch schon viel erreicht. Okay, dann wisst ihr, was ihr da tun könnt. Ihr könnt natürlich auch auf das nächste Camp kommen, wo ihr die Leute persönlich kennenlernt, aber ansonsten einfach über die Webseite mit Leuten wie Daniel direkt Kontakt aufnehmen und dann könnt ihr dabei sein. Wir freuen uns jetzt erstmal über das Interview und viel Spaß noch, Daniel Siebmann von der Cutapix GmbH hier in Essen. Vielen Dank.